Die Bande, die uns zusammenhalten, sind wertvoll. Einzigartig. Alliance. Alliance informiert. Alliance, kannst du mir sagen, was die Quadratwurzel von 71.174 ist? Ich dachte, dass Adrian dank dir kein Model mehr ist, Marinette. Ist er auch nicht, Tiki. Was du da siehst, ist ein digitalisiertes 3D-Modell von Adrian. Vorsicht, ein Akuma ist beim Louvre aufgetaucht. Wow, er sieht so echt aus. Und du bist ganz deutlich noch in den echten Adrian verliebt. Oh nein, das ist vorbei. Solange ich Ladybug bin, werde ich nicht in Adrian oder sonst irgendjemanden verliebt sein. Ich habe die Miraculous wegen der Liebe verloren. Vielen Dank auch, ich verzichte. Alliance, wo finde ich in der Nähe die besten Schuhe? In 200 Metern befindet sich ein Gabriel-Geschäft. Miezekatze, komm doch her. Deine Mama wird traurig, wenn du nicht nach Hause kommst. Ja! Nein! Schnell, Tiki! Keine Angst, geben Sie mir Ihre Hand! Danke, dass du mich gerettet hast, Ladybug. Ach, gern geschehen. Man muss wissen, wann man eingreifen muss. Nur so kann man Dinge im Leben ändern. So clean? Was? Nein, ich bin Ladybug. Nur eine normale Superheldin. Bis bald. Ja! Huhuhu! Eulennebel! Kennst du sie, Marinette? Vielleicht. Weißt du was, Tiki? Wir kaufen etwas Farbe. Hä? Was hat das damit zu tun? Brauchst du Farbe für deinen Kurs? Naja, ich habe noch etwas übrig, aber... Cool, ich besorg welche und bring sie gleich her. Hab dich lieb. Was machen wir wirklich, Marinette? Ich glaube, diese falsche Ladybug von heute Morgen war so clean. Eine Schulfreundin vom letzten Jahr. So wie ich sie kenne, meint sie es gut. Aber ich muss sie davon überzeugen, sich nicht weiter in Gefahr zu bringen. Du sagst ihr aber nicht, dass du die echte Ladybug bist, oder? Natürlich nicht. Sie darf nichts vermuten. Lange her. Zu lange her. Also, was hast du so gemacht? Naja, die Oberstufe war eine große Veränderung, aber es ist echt cool. Wie ist die Schule für dich? Ist ganz in Ordnung. Wirklich? Selbst mit Chloe? Oh, sie ist so furchtbar wie immer, aber ich habe gelernt, mit ihr umzugehen. Sie ist inzwischen meine geringste Sorge. Puh, freut mich zu hören. Ich hatte Angst, dich mit diesem Monster alleine zu lassen. Du bist an deinem Ziel angekommen, Dennis. Bei mir hat sich auch einiges verändert, so wie bei dir. Oder irgendwelche neuen Aktivitäten? Alles beim alten Turm, Taekwondo und ich helfe meiner Mutter ab und an im Laden. Und, suchst du was Bestimmtes? Ja, Antworten. Ich meine Farbe für meine Mutter, rot und auch schwarz, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich, die üblichen Farben. Alliance, haben wir Rebschwarz und Mohnrot auf Lager? Es sind noch 6 Tuben übrig mit 12 Millilitern. Möchtest du sie deiner Bestellung hinzufügen? Wow, das ist das erste Mal, dass ich Alliance aus der Nähe sehe. Oh, er verändert dein Leben. Er hat einfach alles. Telefon, Kalender, GPS, Schrittzähler und sogar Spiele. Willst du es versuchen? Der Ring reagiert auf Berührungen, aber noch besser auf deine Stimme. Stell einfach eine Frage. Alliance, wie viel bin ich heute gelaufen? Du bist 52.043 Schritte gelaufen, Soglin. Das ist mehr als der Durchschnitt in deinem Alter. Gut gemacht. Oh, Adrie, Cherie, komm, iss mit mir. Ich bekomme das Essen direkt vom Palast geschickt. Danke, Chloe, aber ich bin hier sehr zufrieden. Oh, wie du willst, aber vergiss nicht, isst du wie ein Loser, bist du ein Loser. Was soll das mit den Soßen? Kann ich dir sagen, Ladybug und Cat Noir haben uns nicht mehr als Unterstützung. Was meinst du mit uns? Naja, sie haben weder dich als Rena Rouge noch mich als Carapace. Autsch! Was ist das Problem? Wir können Marinette und Adrian sagen, dass wir Superhelden waren. Es ist ja nicht so, als hätten wir noch Miraculous, die Monarch uns stehlen könnte. Die einzigen, die ihre geheime Identität beschützen müssen, sind Ladybug und Cat Noir, nicht wir. Und ich hab Adrian schon von Carapace erzählt. Adrian wusste es? Alia, wusstest du, dass er es wusste? Was? Nein, ich schwöre, dass ich nichts davon wusste. Au, komm schon, ich kann meinem besten Kumpel doch Sachen erzählen. Du und Marinette, ihr erzählt euch auch Sachen, oder? Tun wir nicht. Adrian, isst du etwa in der Cafeteria? Klasse, kann ich mich zu dir setzen? Alle Stühle sind besetzt. Nein, sind sie nicht, Marinette. Genau betrachtet sind wir mitten in einer Sitzung. Vielleicht morgen, Lila, wenn es dir nichts ausmacht. Sicher, kein Problem.
Gut gemacht, Kamerad Mayo. Die erste Sitzung des Widerstands kann beginnen. Alliance, poste das Foto auf all meinen sozialen Netzwerken. Also, gut zuhören, Freunde. Das Problem von Ladybug und Cat Noir sind die von Monarch gestohlenen Miraculous, die er an bereits akkumatisierte Superschurken weitergibt. Als ob er seinen Joghurt süßen würde, damit er besser schmeckt. Aber wenn Ladybug dann den Joghurt fängt, ist kein Honig drin. Also, die Frage ist, wie Monarch den Honig hinzufügt und wieder entfernt, ohne dass es jemand mitbekommt. Ganz genau, das weiß keiner. Daher mein Plan. Wir werden eine Akkumatisierung filmen. Woher weißt du, Kamerad Ketchup, wann und wo diese Akkumatisierung stattfinden wird? Ganz einfach, Kameradin Kräuterbutter. Ich werde für eine sorgen. Ist das nicht grausam? Total. Jemanden leiden zu lassen, nur um Monarchs Methode rauszufinden? Super grausam. Ist es nicht? Du vergisst, dass Ladybug am Ende alles wieder mit ihren Kräften in Ordnung bringt. Und die akkumatisierten Opfer vergessen, was ihnen passiert ist. Aber du wirst dich selbst in Gefahr bringen und du hast deine Superkräfte nicht mehr. Ja, aber ich habe euch, meine Kameraden vom Widerstand. Und wie Kameradin Bechamel sagen würde, Freunde haben ist wie Superkräfte haben. Wer ist Kameradin Bechamel? Das könntest du sein, wenn du willst. Oh, das ist so cool. Kameraden, weg hier. Bitte, bitte, ein Foto. Kann ich ein Selfie mit dir haben? Die Lehrer-Elternkonferenz ist heute. Also, wer verliert leicht die Beherrschung? Wer bricht zusammen und verliert seine Gelassenheit wegen nichts? Ein Lehrer? Nein, kommt schon. Eltern, wollt ihr Beweise? Beinahe alle von ihnen wurden schon einmal akkumatisiert. Und heute haben wir hier den idealen Elternteil. Mein Vater? Aber Nino, er hat sich verändert und er bemüht sich. Und zum ersten Mal kommt er zur Schule. Hat er sich echt verändert? Oder ist das nur ein Werbegag für seinen coolen Ring? Oh, entschuldige, Mann. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ladybug würde diesem Plan niemals zustimmen. Du bist meiner Meinung, nicht wahr, Marinette? Naja, wenn es ihr hilft, Monarch zu besiegen, würde sie vielleicht schon zustimmen. Denn Nino hat recht, sie könnte danach alles wieder in Ordnung bringen. Das ist nicht dein Ernst. Adrien, ist das hier okay für dich? Wenn es Ladybug und Cat Noir helfen kann, wieso nicht? Der Widerstandsrat bewilligt den Plan. 3-1. Oh. Wieso bringt Marinette Luca mit? Liebt sie ihn immer noch? Du spürst gerade einfach nur Eifersucht, Adrien. Ach ja? Ist das so? Oh. Ah, deswegen wollte er mich sehen. Seine veränderten Gefühle bedeuten, dass er wieder mit Kagami zusammen ist. Wenigstens ist die Situation jetzt klar. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Oh. Marinette, Luca, seid ihr zwei wieder zusammen? Ja, ganz genau. Wir sind mehr zusammen als je zuvor. Ah. Das freut mich für euch beide. Marinette? Naja, ich meine, zusammen. Wir sind zusammen gekommen, meine ich. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin so froh, dass ihr euch wieder versöhnt habt. Ich wusste, ihr seid füreinander bestimmt. Marinette, du weißt ganz genau, dass Adrien und ich jetzt nur noch Freunde sind. Alles klar, dann lassen wir euch zwei in Ruhe. Viel Spaß im Museum. Ich höre noch kein Lied. Ich brauch dich, bitte, Luca. Vielen Dank, Kagami. Gern geschehen, aber ich bleibe. Du brauchst mich wahrscheinlich noch. Hallo, Veronique. Adrien, haben wir einen Termin? Gibt es ein Problem mit deiner Statue? Nein, Veronique. Ich bin mit meinen Freunden einfach so hier. Oh, ausgezeichnet. Solltet ihr irgendwas brauchen, zögere nicht zu fragen. Hm? Veronique, du hast in 5 Minuten einen Termin mit dem Bürgermeister. Vielen Dank, Alliance. Ich muss los. Wir besprechen etwas für das Museum. Aber es ist noch geheim. Ich lade euch alle zur Eröffnung der neuen Halle ein. Ich kann es kaum erwarten, dass jeder sie sieht. Ist sie nicht großartig? Warum fangen wir nicht in der Halle der Säulen an? Erinnerst du dich, als du mich für eine Statue gehalten hast? Ja, ich erinnere mich richtig gut. So gut, dass wir uns vielleicht eine andere Statue ansehen sollten. Was sagt ihr? Du hast mich geküsst. Ja, oh nein, du nennst es einen Kuss, aber ich habe die Statue fast geküsst. Eher ein Patzer als ein Schmatzer. Ich dachte, du bestehst aus Wachs. Meine Lippen kamen sehr nah, aber genau genommen war es kein Kuss. Was ist die offizielle Distanz für einen Kuss? Adrien erkennt nicht, dass das Gefühl, das er für Marinette fühlt, Liebe ist. Das liegt daran, dass er ein netter und großzügiger Mensch ist. Er liebt jeden und jeder liebt ihn. Er ist in einem Dschungel der Liebe verloren und kann die Zeichen, die Marinette ihm sendet, nicht lesen. Stimmt, Marinettes Zeichen lesen zu können, ist ein kompliziertes Unterfangen. Hat mich viel Zeit gekostet. Und du bist auf einen respektvollen Abstand zurückgesprungen. Verstehe ich, es war wirklich unangenehm. Ich fand es damals nicht unangenehm. Ich war überrascht. Nicht von dem, was du getan hast, sondern wie ich mich fühlte. Und was ich fühlte war... Du darfst diesen Satz auf gar keinen Fall beenden. Entschuldigen Sie. Mir geht's gut, bin gleich zurück.
wenn wir nicht füreinander bestimmt sind? Was, wenn ich bestimmt bin, allein zu sein? Vielleicht kann ich nie bei jemandem mich selbst sein. Vielleicht gebe ich die Liebe einfach auf. Also ich glaube, du hast mehr mit Adria gemein, als du denkst. Vertrau dir einfach selbst. Eifersüchtig? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gerne an Lukas Stelle wäre. Dann solltest du seine Stelle einnehmen. Ich werde sie diesen Raum nicht eröffnen lassen. Meine Tochter, ich meine, die Bürger von Paris könnten akklimatisiert werden. Der Raum erinnert sie an Ladybugs und Cat Noirs Fassaden, die auf desaströse Weise die Miraculous verloren haben, die sie beschützen sollten. Das könnte zu weiteren desaströsen Desastern führen. Allein der Gedanke lässt mich erschauern. Habe ich erwähnt, wie desaströs das sein könnte? Aber die Halle nicht zu eröffnen wäre desaströs für die Hoffnung der Menschen. Ich bin sicher, Ladybug holt die Miraculous zurück und die Superhelden kommen wieder. Was ist, wenn Ladybug immer wieder versagt? Was, wenn wir diese Superhelden nie wiedersehen? Vertrauen Sie mir. In der Politik geht man mit der Zeit. Und in diesen Zeiten werfen wir all die hier weg. Diese Zeiten verlangen nach Hoffnung. Ich zeige diese Statuen auf jeden Fall. Das werden sie nicht, wenn ich ihr Museum wegen Hygieneproblemen schließe. Hier gibt es aber keine Hygieneprobleme. Dann gibt es auch keine Superheldenstatuen. Keine Statuen, keine Hygieneprobleme. Das ist der Status quo.